Hold it here for a second. Seht ihr das? Irgendwie habe ich das Mod zum Laufen bekommen, obwohl ich alles gelöscht habe, eigentlich nur. Das ist Kaias Facelift. Das ist mein Facelift. Aber ich kann euch ehrlich nicht sagen, wie ich es jetzt zum Laufen bekommen habe. Denn ich habe eigentlich wieder alles gelöscht und diese Mod sollte eigentlich gelöscht sein. Und die Hexe, wie ich die Mod zum Laufen kriege, dass ich mehrere Facelifts habe, habe ich auch gelöscht. Verdammt, was ist hier los? Was sagt meine Aufnahme? Passt alles. Die Einstellungen habe ich hochgedraht, also die bessere Grafikmod sollte jetzt auch laufen. Aber nur allein, dass diese zwei Sachen jetzt funktionieren, sollten die gar nicht funktionieren sollten. Später. Okay, ich und Falk werden jetzt ein paar Missionen machen. Ja, ich bin in cooler Falk-Rüstung. Oh, wie habe ich diese Mod zum Laufen bekommen? Okay, ob ich Nest jetzt auch zum Laufen bekommen habe? Verdammt, schaue ich cool aus. Oh, finde Sitz. Okay, okay, wir müssen zuerst einmal zurück zur Basis und schauen, ob jetzt die anderen Sachen funktionieren. Oh yeah! Oh, das hat doch was. Siehst du das, Falk? Das schaut cool aus, oder? Das hat was. Okay, zurück in die Burg. Vielleicht habe ich es jetzt auch irgendwie geschafft, dass ich die Unlimited Follower Mod hinbekommen habe. Aber dann werde ich sowieso kein Video machen können, weil ich es nicht weiß. Komm mit. Nein, okay. Unlimited Followers geht noch immer nicht. Ich weiß, da oben ist Loot, aber die wird ignoriert. Ich will erst wieder Tageslicht. Und dann schauen wir, ob Nestis Skin Mod auch funktioniert hat. Obwohl das. Hopp, die Ausrüstung glitscht. Ah, Scheiße. Das war eine schöne Zeichnung. Hey! Oh, die Infektion. Wer ist die? Wie schaut dein Gesicht aus? Unverändert, okay. Kann ein anderes nächstes Mal runterladen. Und schauen, ob es funktioniert, aber. Verdammt, Morden! Überhaupt, wenn alles auf Englisch erklärt ist, tue ich mir selbst schwer. Obwohl mein Englisch eigentlich nicht das Schlechteste sein sollte. Ah, gehen wir mal zum Baxter schauen. Ich will mir zwischendurch für dieses Berserker Let's Play immer wieder neue Rüstung runterladen. Eigentlich hier nur drei hauptsächlich. Drei coole, die ich gesehen habe. Das ist jetzt der Falk-Skin. Der vorige war da. Kurator-Skin. Ah, da ist er. Irgendwo im Dreck hier. In der Bar sauft sich einen an. Wo ist Sid? Zustimmen kann ich dann nicht. Ah, ich soll fragen, wo er ist. Ich suche Sid. Du suchst eine ganze Menge Leute. Erst Viper, jetzt Sid. Wechsel deinen Beruf, dann fragt dich auch keiner mehr. Witzbold. Aber in diesem Fall muss ich dir nichts vormachen. Der war für eine Weile bei mir angestellt. Sollte ihm ein paar Grundbegriffe übers Tränkebrauen beibringen. Hm. Ist nur sinnlos gewesen. Keinerlei Talent, sag ich dir. Eines Tages war er dann weg. Einfach so. Das ist alles? Mehr weißt du nicht? Was ich weiß, ist, dass er sicher im Auftrag von jemandem gehandelt hat. Und das reicht, um nicht tiefer zu bohren. Unwissenheit ist manchmal ein Segen. Aber sie ist positiv. Wenn du willst, kannst du Sids alte Hütte in Beschlag nehmen. Wo ist sie? Verjag die Ratten und sie gehört dir. Du findest sie im Wohndistrikt im Nordosten. Sids Hütte? Hm. Die sollte ich mir mal genauer ansehen. Du hast mich schon in mein Interesse hattest du schon bei Ratten vernichten. Oh, Diesel. Ah. Ratte. Ratte, 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 Ratte. Ach, verdammt, das sind viele Ratten. Oh. Mein Kopf. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir.
kriege ich da keinen guten Rattenfreistoß raus. Verdammt. Ich will doch nur Ratten freistoßen. Das ist alles, was ich will in dem Spiel. Sockeltisch, ich habe meine Sockel. Meines Sockeln eingesetzt. Verdammt. Ruhe leer, haben wir schon ausgeraubt. Schlafen waren wir auch schon. Dicke, fette Na, Ratte. Bitte. Danach habe ich gesucht. Nach einer dicken, fetten Ratte. Ach, Infos auf der dicken, fetten Ratte. Natürlich steckt Red wieder dahinter. Oh boy. Das wird mal ein langer Weg. Ich habe noch gar nichts in Magie reingesetzt. Das steht auch noch am Plan. Aber ich habe mich hauptsächlich um die Mods gekümmert. Und das ist schon schwierig genug. Oh, verdammt, schauen wir cool aus. Nehmen mal die Hose runter. Kurz wegschauen, alle. Nehmen die Hose runter. Oh, okay, das schaut auch cool aus. Hey. Yeah. Wieder das coole Kleriker-Duo unterwegs. Das ist ein einzelner Pfeil. Beschädigtes Legatenschwert. Oh, Sid. Wo ist meine Sid? Komm. Unlimited Flying ist anscheinend noch immer nicht am Laufen. Park hinter dir. Enhanced Combat hat bis jetzt, glaube ich, nur alles leichter gemacht, aber ich habe auch noch keinen starken Gegner gefunden. Was bist du? Kein starker Gegner. Ist das ein kleiner Raptor? Habe ich hier schon ewig nicht mehr gesehen. Aasfresser. Der fliegt weiter als die Ratten. Oh, was haben wir da? Ein Standoff? Ich bin interessiert. Da war ich sowieso noch nie. Hey Jungs, was geht ab? Legelagerer. Das kann. Kenn ich dich? Stehen bleiben, Freundchen. Hier wird erstmal bezahlt. Wofür? Na, für die sichere Weiterreise. Wir werden auf dich Acht geben, wenn du hier vorbei willst. Dieser Service ist fast umsonst. 100 Elixid und du hast unsere Unterstützung. Oh. Ach ja. Und wenn ich mich dazu entschließe, dass ich euren Schutz gar nicht brauche? Das solltest du besser nicht tun. Wir wollen doch nicht, dass dir etwas passiert, oder? Her mit dem Zaster, sonst gibt's Fratzengeballer. Was ist Fratzengeballer? Ich bringe euch alle um, wenn ihr mich nicht vorbeilasst. Du hattest die Wahl, Freundchen. Jetzt werde ich dir leider meine dunkle Seite zeigen müssen. Du schaust aus wie Rocco. Fantastisch. Der Kampf ist so gut wie vorbei. Das ist dein Ende. Hopp, ich brauche Leben. Blup, blup, blup. Da wäre der Magierfeuersturm ziemlich gut. Oh, ich habe ein bisschen dazu geholt. Was bist du? Liegt einfach am Boden. Hast du den Ausweicher gesehen? Oh, mach ich das Wundwerk auf. Hey, wo ist mein Reskin? Oh, mach ich mein Mundwerk auf? Ich brauche mehr Geschicklichkeit, damit ich Captain Zack spielen darf. Was fehlt mir hier noch? Alles, alles. Oh. Ich war One-Shot. Ich war One-Shot. Habe ich keine Granaten? Nichts, 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 nichts. Okay, ich erspare mir das Reden. 3 Sterne ist krass. Zone. Ich glaube, ein bisschen mehr Autoziel hat der Bogen auch bekommen. Ah, ich habe falsch angeschossen. Wow. Ah, keine Granaten werfen. Eine Reshade-Mod habe ich auch übrigens auch runtergeladen. Ich weiß nicht, ob man da den Unterschied spürt.
Nicht treffen. Schläger dulde ich nicht. Ich auch nicht. Deswegen zerschlagen wir sie. Gute Arbeit, gute Arbeit. Jetzt kann ich schnell speichern. Habe ich mir schon die halbe Arbeit erspart. Ich habe die Auflösung jetzt auf ganz maximal. Ich selber erkenne nicht viel Unterschied, aber ich spiele auch nicht auf 2K oder 4K wie bei anderen Spielen. Da merkt man schon den Unterschied für mich selber. Auf YouTube wahrscheinlich nicht. Die meisten YouTuber sind ja auch nicht auf 2K oder 4K ausgelegt. Bin ich mit meinem 2K schon ziemlich beim Übertreiben oft. Hey Jungs, eure Leute sind tot. Ich hab... Okay, mich interessiert es nicht. Fantastisch. Das wirst du bereuen. Ja, werde ich das? Den hab ich mal ausgewichen. Oh, den nicht. Falk erledigt schon. Und ich das Move ausweiche. Oder Bart. Oh, Falk erledigt wirklich. Gute Arbeit, Falk. Warzen Geballer. Was auch immer das für eine Nebenmission ist. Sie schicken dich zum Schluss so viel herum in der Map, aber trotzdem habe ich noch nicht alles erkundigt. Sie schicken dich so oft an die gleichen Stellen nach. Immer zu den Skynet-Basis-Sachen. Oh. Laufsack brauchen wir nicht. Lieber mal zu Sid gehen. Heiltränke sind sehr willkommen. In der nächsten Folge werde ich noch immer dieses Outfit haben und ein bisschen mehr in Mana reinstecken. Und Zaubersprüche. Oh damn. Das ist die One-Shot. Warum zieht jemand die Isolation dem gesellschaftlichen Austausch vor? Das ist schwer zu erklären. Hm? Warum? Deine Expertise auf dem Gebiet muss doch sehr ausgeprägt sein. Es gibt mehr als eine Antwort auf diese Frage. Es hängt von der Person ab. Merke, Umfrage mit größtmöglichem Personenkreis starten. Menschen sind anstrengend. Überhaupt reden. Hauptsächlich reden. Ich weiß nicht. Ich kann selbst mit mir. Ich kann irgendwie mehr mit mir selbst reden als mit anderen Leuten. Das ist komisch, aber. Ich weiß nicht. Gibt sicher, gibt hier genug Ausnahmen auch für das, aber. So kann ich mich auf meine eigenen Themen nicht konzentrieren. Über das eigene, was ich reden will. Wie Holoprojektoren. Apropos Holoprojektoren, ich würde später noch kurz da was runterladen und starten. Würde mir jede Fourth be with you. Wahrscheinlich nur für eine Episode Star Wars. Aber dieses Video wird danach rauskommen, also war es ja schon draußen. Wenn das Sinn ergibt. Heute ist der 3. Mai. Und dieses Video wird wahrscheinlich am 5. oder so erscheinen. Dieser Teil. Was haben wir hier? Ein bisschen Elex. Ein bisschen Elex. Cooles Gebäude hier. Was, dass ich da noch nie war. Holz ist ein wunderbares Material. Vielseitig verwendbar und einfach zu gewinnen. Der einzige Nachteil ist die Haltbarkeit. Da bin ich doch erleichtert, dass meine Komponenten zum Großteil aus Metall bestehen. Ja, Volk, meine Komponenten bestehen auch aus Stahl. Aus Stahl, nicht Metall. Das ist ein Unterschied. Du da, komm mal rüber. Naja, wieder Shady-Händler. Ich stehle eure Sachen.
Wie gefällt euch das? Hätte nicht gedacht, dass ich dich hier draußen treffe. Du hast vergessen, dich vorzustellen. Ich bin einer von Vipers Händlern. Klingelt da was? Such dir einen neuen Arbeitgeber. Dein Boss ist tot. Du scheinst nicht ganz zu verstehen. Dir, Penner, habe ich's zu verdanken, dass ich mich nicht mehr im Krater blicken lassen kann. Fast alle, die für den Boss gearbeitet haben, wurden zum Abschuss freigegeben. Mhm. Wir sind beschissene Aussätzige, Mann. Erzähl's jemandem, den's interessiert. Dünner Belag, Freundchen. Sehr dünner Belag. Ja. 10.000 Splitter. Oder wir klären es, wie es unter Männern üblich ist. Mir gefällt deine Sonnenbrille. Glaubst du etwa, du hast mehr drauf als dein Boss? Was quatschst du mich mit dem voll? Der ist Geschichte, Mann. Frag dich mal, warum. Ihn zu erledigen war eine Kleinigkeit. Was denkst du, werde ich mit dir anstellen? Moment. Also, Scheiße, Mann. Du sagst es. Du steckst ganz schön in der Scheiße. Du hast das falsch verstanden. Ich will ja nur wieder auf die Beine kommen. Ich kann dir Beine machen, wenn's dir hilft. Lass mal. Ich habe diese Splitter hier. Sie gehören dir. Siehst du, schon besser. Exzellent. Sonnenbrille. Ich will deine Sonnenbrille. Ich bin direkt hinter dir. Ich lade mal nach von der Stunde. Die XP brauche ich auch. Das ist Level 29 leider. David Falk. Verdammt, der hat Leben. Hold aus. Oh, ich habe das Auto geschlagen. Gute Arbeit, Team. Gute Arbeit. Ich habe keinen Begleitermod runtergeladen, dass die Begleiter stärker sind, falls ihr euch wundert. Habe ich eine Sonnenbrille bekommen? Neue Sonnenbrille, bitte. Nein. Oh, warte mal. Wir haben ja dieses Kopfteil. Ah, das passt nicht ganz dazu. Die Sonnenbrille hat mehr Swag. Und ich raube dich weiter aus. Roter Händler. Okay. Coole Gegend, aber weiter. Es gibt auch einen Sonnenbrillenmod, damit man die Loot die ganze Zeit sieht, ohne dass man Sonnenbrille tragen muss. Okay. Wir sind schon im Kampf. Die Eckrolle brauchen definitiv ein neues Moveset. Gar nichts drauf. Ich glaube, für die nächste Folge werde ich den Passus erhöhen. Und mit der erhöhten Passusangabe mir dann Kaya als Folgerin holen. Gleich für sie einen Skin habe. Und dann werde ich mal probieren, wieder für Nesti was runterladen. Was Neues, Auffälliges. Ich habe Burhildes Skin hier gegeben. Aber der ist ja nicht angekommen anscheinend. Ich bin vom Ripper. Ripper soll kommen, nicht du. Wie viel Erfahrung brauche ich noch? Ich bin gleich so weit. Das Nervige ist an den Passus aufstiegen, dass man ja seine Blackouts bekommt. Und dann wegteleportiert wird. Zu Kuratoren, Basisen. Und das ist richtig anstrengend und nervig. Was geht hier ab? Da ist ein Fight. Das ist eine Ratte. Nein, nicht töten. Interessante Kulisse. Ah,
Ich wollte den Freistoß doch haben. Alles klar, Mann, was machst du hier oben? Mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie hast du mich gefunden? Kaum jemand kennt das Versteck. Ich war in deiner Hütte. Komisch. Ich könnte schwören, dass ich da keinen Hinweis hinterlassen habe. Du nicht. Eine fette Ratte schon. Ich werd verrückt. Konnte den verdammten Zettel nicht runterkriegen und musste ihn gleich wieder hochwürgen. Kaum lag das Ding auf dem Boden, hat es sich so ein Mistvieh gekrallt. Aber dann mal raus damit. Warum hast du den weiten Weg auf dich genommen? Ich brauche die Aufzeichnungen zurück, die du Tilas gestohlen hast. Entschuldige, Kumpel, aber das kann ich nicht machen. Als du mir geholfen hast, wusstest du, worauf du dich einlässt. Wenn ich sie nicht kriege, wird Tilas mir seine Zustimmung verweigern. Was schließt du dich auch diesem Haufen an? Ich erspare dir das, verpiss dich. Du hast noch was gut bei mir. Alles, was ich dir anbieten kann, ist, dass ich das Ding so gut es geht kopiere. Das wird mich aber eine Woche Arbeit kosten. Abgemacht. Dann muss Tilas sich gedulden. Glaub mir, der kann sich nicht mal mehr alleine die Schuhe zubinden. Würde mich nicht wundern, wenn er schon vergessen hat, dass er dich überhaupt damit beauftragt hat. Naja, genug gelabert. In 7 Tagen bin ich fertig. Komm dann zurück. Okay. In der Zwischenzeit bestelle ich dich. Oink, meins. 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 Dann schlafe ich hier mal eine Runde und dann schaue ich, wo ich den Magierlerner. Magierlerner? Magierlehrer. Oh, meine Hose. Das ist anscheinend ein Problem eines Mods. Welches das wohl sein wird? Das ist doch nicht normal. Ja, ich weiß, dass es nicht normal ist. Einprägsame Region. Das sind die Mods. Ja, schaut cool aus hier. Wo sind wir denn hier? Sehe ich ein paar Häuser vor mir. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Okay, okay. Suchen wir Lehrmeister. Muss ich dann extra nochmal zu ihm zurückgehen? Oh Gott. Oh nein. Anscheinend habe ich in der Zwischenzeit ja nichts zu tun, außer die Passus-Aufgaben. Da schaue ich cool aus. Okay, Magier. Rüstungsmacher. Lehrer für Schutz aus da. Chemie. Nicht, wo lerne ich da Magie? Lehre für Soziales, das interessiert mich nicht. Diebstahl, Hacking, Empathie, interessiert mich nicht. Gesundheit, Stoffwechsel, Chemie, kann nicht das Richtige sein. Was da, Schutzbüchsenmacher. Ich gehe nochmal rein und schaue mich um. Wen haben wir hier? Torwache, Berserker. Oh, warte mal, sie ist es, glaube ich. Später, okay? Nein, auch nicht. Auch nicht. Wo lerne ich hier was? Schön, dich zu sehen. Ich nicht, Red. Wow. Wie kann ich Krieger werden? Gerade mal als Werker laufen gelernt und schon die Schnauze voll, was? Die Einstellung lobe ich mir. Aber so leid es mir tut, ich kann dich nicht einfach zum Krieger befördern. Du wirst es dir verdienen müssen. Beweise mir, dass du als Werker unterfordert bist. Ich hab dir ja bereits gesagt, bei wem du dich... Und nun, husch husch, auf ans Werk, kleiner Werker. Oh, das weiß ich schon. Eine Rüstung hast du ja bereits bekommen. Du musst verstehen, wir können hier... Ja. Du findest hier im oberen Viertel... Geh zu ihm. Du wirst... Außerdem solltest du möglichst schnell Haller aufsuchen. Warum? Na, sehe ich so aus, als könnte ich dir etwas über Magie und den ganzen Hokuspokus beibringen? Sie hat ihr Lager im Haus der Wachen aufgeschlagen. Du kannst sie nicht verfehlen. Haller. Haller.
Okay, Halla. Aus der Wache. Das ist Halla. Was geht ab? Hey, ich habe mitbekommen, dass Red dich zum Werker gemacht hat. Nach allem, was ich gehört habe, bist du durchaus in der Lage, das anzuwenden, was ich lehre. Wenn du also in die Geheimnisse unserer Gemeinschaft eintauchen willst, reicht ein Wort und ich werde dich unterweisen. Bring mir etwas bei. Gerne. Was willst du wissen? Constitution, Intelligenz. Ramenwandler. Mana. Ich muss sowieso das zuerst machen. Pyro überladen, Mana-Schild, Feuerfaust, Mana-Aura. Feuerregen ist anscheinend das Starke. Intelligenz und Constitution, was ist sonst neu? Verdammt! Flammenbogen müssen wir zuerst. Okay. Mehr haben wir nicht. Das können wir gleich mal testen dann. Aber zuerst Passus fertig machen und Level-Ups bekommen. Dann noch Kaya rekrutieren danach. Kaufen kann ich dann auf Episode. Wo ist es denn? Bin ich blind? What the hell? Vielleicht das nicht... Flammenbogen. Alle deine Feuersprüche machen normalen Schaden. Muss es übersehen haben. Ah ja, schaut aus wie eine Axt. Get time it. Okay. Passus fertig machen. Mit Kaya rumrennen. Und das mal schauen, was das macht. Vielleicht wird das Elex-Ding. Das macht nette Geräusche. Holen wir uns das Level ab. Und die Adam-Erfahrung. Jo. Damit hätten wir nun. Bla bla bla. Ja. Ja. Wir wissen es. Habe ich schon zum 1000. Mal gemacht und werde sie wahrscheinlich nochmal machen müssen. Burp. Was willst du von ihm? Also, es ist so. Eine ganz typ. Da waren wir auch schon. Wenn wir jetzt mit Tillak reden. Ob sich Kaya mittlerweile wieder abgekühlt hat? Das dunkle Elex gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Grunde Neid! Okay. Ja, wir verstehen's. Was? Wie konnte das? Fox hat sich. Empfehle so. Ja. Kaya könnte mir dabei helfen. Ja. Ich sollte mal nach ihr sehen. Aber zuerst holen wir uns einen fetten Fight hier zum Abschluss für diese Folge. Dann kriege ich wieder Punkte für mein Level Up. Ich habe ein Level Up bekommen. Also ich brauche. Oh, er steht schon vor mir. Geschicklichkeit. Und Constitution und Intelligenz. Das ist nicht viel weiter gegangen. Jetzt kann ich Captain Zackman dann wieder spielen. Yep, was brauche ich für dich? Stärke und Constitution, verdammt, du bist High Level. Jack. Brr, 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 brr.
Das sind die zwei Typen eigentlich. Verdammt! Dawkins soll mir endlich helfen, meine Infektion in den Griff zu kriegen. Stattdessen reiße ich mir ein Bein aus für die sechste Macht. Ja. Okay, ja, das können wir dabei noch vergessen. Nein, den großen Trank habe ich mir geholt. Gute Arbeit. Oh. Oh. Damn, Captain Zack ist abgegradet mit diesem Kampf-Upgrade. Das ist jetzt. Das ist noch mehr OP, das Ding. Deswegen war es ein höheres Level. Ich glaube, daneben. Sehr schön, gute Arbeit. Gute Arbeit, Team. Das Edex wird verkauft. Ich habe noch immer keinen Grund gesehen, um es aufzubehalten. Ich helfe dir. Neu. Danke. Der neue Bogensound gefällt mir nicht, den ich mir runtergeladen habe. Darum zu tanzen, Tiag. Mach Schaden. Abartige Späher, Herr. Nein, nicht ein Drankampf. Usch. Das Ding snappt jetzt gut. Infektion. Hatte sie schon fast wieder vergessen. Kannst du die nur vergessen? Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Verdammt, Captain Zack ist OP. Mach das Ding weg, Bulli. Okay. Ich arbeite, Bulli. Nicht wirklich. Dex, was machst du denn hier? Steck dich, verdammt. Wird noch dauern, bis ich mir meinen Feuerregen leisten kann. Hey, hör zu, ich. Oh, oh mein Gott. Seit wann redest du viel? Ja, ja, verstehe. Wir haben alles gekillt hier. Wir haben Loot nicht kann verkaufen. Bulli hasst dich. Egal wie nett ich bin. Bulli wird mich immer hassen in diesem Playthrough. So wie Falk mich hassen wird. Ah, Falk mag mich eigentlich. Bin mir ziemlich sicher. Dass Falk cool mit mir ist. Jo, Episode vorbei.